Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Jonathan Gaming. Wir befinden uns immer wieder in Tom Clancy's The Division. Und Schön, dass Sie bei Abels ja, Wanderfahrt die wir kürzeste haben. Reise verbrannt haben. Kannst du mal aufhören zu labern? So, wir machen hier gerade ganz viele Kämpfe, da wir hier immer 1000 Punkte erreichen müssen, damit wir was Neues machen können. So. Und hier wären dann schon die nächsten Missionen, die wir machen würden. Ich nehme einfach mal die hier und dann laufen wir da so lang. So. Finde, dann lasse ich ihn leiden. Mann, ich mach mir. Glaubst du, wir können uns den Scheiß auch einfach? So, die Störung Was des willst du? Waffenhandels, da sind wir dann auch gleich. Division, hier die JTF-Zentrale. Wir haben einen Waffendeal auf der 21. East ausgemacht. Offenbar wieder Riker. Ja, wieder ist gut. Also innerhalb von einer Stunde oder was das hier ist. Alter. JTF-Verstärkung angefordert. Warnung, Gegner nähern sich. Also aus Kein eurer Feind Sicht ist es nähert so sich. einfach, ne? Also für jeden euch ist es irgendwie Sprengtorrichter wurde jeden entdeckt. Tag, ich weiß nicht, sagen wir 20 Minuten oder so, wo ihr diese Kämpfe seht, aber für mich Warnung, ist das, Feindkräfte nähern sich. ich spiele seit genau Sprengtorrichter wurde einer Stunde entdeckt. oder fast genau einer Stunde nur Kampfmissionen. Ich komme hier nicht mal entfernt, die Wir brauchen so viele Gegner scheiß Punkte. Das ist unglaublich. Wir sind hier gleich da. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. So, die haben wir auch. Und da ist auch noch einer. Boah. Und ich denke mal, bin mir nicht ganz sicher, aber eine Stunde werde ich da wahrscheinlich auch noch dran sitzen, bis ich alle Kampfmissionen hier fertig habe. Das ist und wieder eine beendet. So, dann begeben wir mal wieder uns zum dass ich das nächsten. noch erleben darf. So. Geiselrettung, endlich mal wieder. Ich finde, Geiselrettung sind die besten eigentlich. Das ist so ein bisschen Kampf und so am Ende dann noch so ein bisschen suchen. Das ist eigentlich ganz nice. Aber erstmal mache ich hier mal noch einen Agenten. Boah, endlich mal was anderes. Okay, der ist safe da reingegangen. Nicht. Das ist vielleicht wirklich. Oh. So kann man sich täuschen.
So, ich rate mal. Ja, okay. Hier müssen wir noch mal ein bisschen suchen. Oh. Meint, dass wir weiter nach unten gehen müssen? Oder was heißt das? Ich habe noch niemals so einen komischen gesehen, so ein komisches. Betreten eines sicheren Bereichs. Warnung, Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. So. Endlich. So, und dann fahren wir kurz wieder nach oben und dann machen wir die Geiselrettung. So. Ja gut. Vielleicht bin ich auch aufs falsche Gebäude geklettert. Was etwas kontraproduktiv war. Gut. Manu. Oh, perfekt, hier kann ich schon runterspringen. Verbandskasten vielleicht. Ich glaube kaum, dass hier hoch, ja. Ist. Ich finde es schon erstaunlich, dass die Scheiben noch ganz sind. Division, hier JTF-Zentrale. Die Rikers haben Geiseln in der Galerie 20. East. Brauchen Unterstützung. Wann erreicht die nächste Lieferung die JTF-Basis? Die Chefin will's wissen. Das ist ein Kinderspiel! So, die drei waren jetzt ja nicht wirklich eine Herausforderung. Dann gehen wir mal nach oben. Okay, sind noch welche? Okay, perfekt. Der hat ja auch seinen Schlüssel bei sich. What? Ich sag echt zu oft, okay. Google ist schon wieder angesprungen. So, dann sind wir hier auch schon wieder und retten hier mal die Geiseln. Ja, was ist mit denen hier? Die sind Level 29. Ja, komm, machen wir eine kleine Herausforderung. Virendaten sammeln. Ja, komm, ich habe gerade ein bisschen Bock auf Herausforderungen. Dann machen wir mal hier welche, die etwas weiter oben sind vom Level her, und ja, wird schon nicht so schwer sein. Ich meine, ich werde ja eh bald Level 30 und dann kann ich einfach kurz die Ausrüstung rübertauschen und dann passt das, denke ich mal.
Teile der Stadt rund um das Thema Nahrungssuche. Und die Frage, wie verhindere ich, dass man mir da draußen den Arsch weg... Ich bin... So. Nachschubbeschaffung. Zentrale an Division. Das LMB handelt mit Medizingütern in der 49. East und Madison. Wir brauchen diese Medikamente. Verlorene Medikamente entdeckt. Ich laufe mal direkt hier zu dem. Der scheint am nächsten dran zu sein. Von mir aus gesehen. Oh, und ich muss wieder Jahre laufen. Ich mach's mal so, wie ich das eine Mal schon gemacht habe. Ich lege die davor erstmal hin. Und dann erst. Da tue ich die alle auf einmal rein. Spielen wir aber echt in die Karten, dass gerade so Schnee ist. So wischen mich die Gegner nicht. So. Undankbares Zivilistenpack. Heilen wir nicht, dass wir ihnen helfen? Hoffentlich weiß Bliss, was er tut. Glaubst du, der Colonel hat das unter Kontrolle? So, dann wollen wir das mal wieder hier hin tun. Und da fehlt noch der dritte. Ich hab genug von den Patrouillen. Wir sollten mal nachsehen. Es heißt, die JTF ist am Ende. Wollen wohl verhandeln. Reife, Ziel an! Achtung, Feindkontakt! Tango bietet ein. Okay. Ist nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir erhofft habe. So, den haben wir. Den auch. Den auch. Den auch. Ah, noch nicht ganz, nicht mehr genug Munition. Den haben wir. So, das läuft ja wie am Schnürchen, das ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Gut, ich muss mich halt schon verschanzen. Also allzu leicht ist es auch nicht, aber... Diesmal hatte ich einfach Glück, dass die KI etwas dumm war und sich die ganze Zeit an einem Ort verschanzt hat, wo ich die halt richtig leicht wegmachen konnte. Oh, den sollte ich auch noch aus dem Weg gehen. Gebiet ist sauber. Verdammt, der JTF. So. Dann sind wir auch schon da und tun dann gleich alle drei rein. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Werdet nicht übermütig. So, das auch schnell. Haben wir alles hinter uns. Achtung! Granaten unterwegs! Den haben wir. Den auch. Also ich kann fast nichts sehen. Hier wahrscheinlich auch nicht. Komm schon, mach sie nicht so schwer! Verdammt! So,
Perfekt, haben wir das auch. Diese Vorräte werden von Nutzen sein. So, dann machen wir hier wieder was Entspanntes. So eine kleine Virenbestimmungsgerät. Das Virenbestimmungsgerät? Heißt das nicht normalerweise ein bisschen anders? Keine Ahnung. Ich hoffe, das ist wieder das Entspannte, wo wir nur diese Daten hochladen müssen. Das wäre echt schön. So, der braucht wieder Hilfe. Das ist perfekt, danke. So, helfende Hand. 100 geholfen, ja. Schön. Patrouille hier Zentrale. Sarah hat Hollingbrooks Plaza als frühen Verbreitungsort des grünen Gifts ausgemacht. Sie benötigen einen vollen Scan des Gebiets. Alarm. Kontaminationsscan eingeleitet. 8 Minuten habe ich dafür Zeit. Und das ist reichlich lang. Dann müssen sie gut versteckt haben. Diese Geräte diesmal. Oh, ich glaube, ich kenne das Level. Also, ich habe es schon mal gemacht irgendwie. Ich weiß aber nicht mehr genau wie. Ich weiß nur, dass ich das damals gehasst habe. Irgendwas mit runtergehen war hier auf jeden Fall. Tastatur benutzen. Interagieren. Interagieren. Irgendwas ganz Mieses war das auf jeden Fall. Wo man sonst nie drauf kommen würde. Sie betreten einen sicheren Bereich. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Oh, jetzt bin ich. Hä, jetzt bin ich wieder am Anfang. Okay, ich check's nicht. Was ich machen kann, ist. Ich wollte gerade sagen, da runter gehen, aber. Stimmt ja irgendwie auch nicht. Ich muss wahrscheinlich wirklich nach unten. Ich weiß nicht genau, wo ich da hin muss. Hier kann ich ja auch nicht lang. Hier auch nicht. Hä? Dann komme ich doch wieder nur im Dings raus, oder? Kommt halt nur wieder im Erdgeschoss raus. Ah, vielleicht kann ich damit aber auch nach oben fahren. Also ganz nach oben. Ich probiere es einfach mal gleich. Und hoffe, dass ich nicht wieder im Keller rauskomme. Genau, jetzt sind wir hier gerade. Also interagiere ich jetzt nochmal. Hoffentlich fahren wir jetzt noch einmal nach oben. Und nicht nach unten. Doch, das ist wieder unten, ne? Hm. Ich fahre doch nochmal nach oben. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Warnung, Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Oh, kann ich hier vielleicht auf der anderen Türseite raus? Ah. So komme ich auf jeden Fall hier hin.
Hier waren wir, glaube ich, schon. Jetzt gehe ich hier nochmal nach oben. Ich habe nur einen von drei bisher gefunden. Ob wir das schaffen? Einer war auf jeden Fall draußen. Den suche ich erstmal, zuerst. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Oder war ich hier draußen? Alter. Oh, jetzt. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Nee, hä? So, und hier kann ich wieder runter. So, ich probiere mal hier reinzugehen. Interagieren. Okay, was hat das jetzt gebracht? War es hier draußen, ne? Ja, genau. So, hier draußen ums Eck oder sowas war das, glaube ich. Ach Gott. Dann bauen sie auch noch Sackgassen ein, Alter. Also wenn ich das jetzt gerade nicht herausfinde in der Zeit, dann gucke ich mir kurz ein Online-Tutorial an. Weil das ist das Mieseste von allen. Das Teil. Na komm, nehme ich mal das mit. Ein Wasser. Warum müssen die das immer so kompliziert platzieren? Vielleicht wäre es der Fahrstuhl. Der eine Fahrstuhl geht nach unten und der andere nach irgendwo anders hin. Weil der hält jetzt ja gerade oben, ne? Also der hat jetzt ja gerade oben gehalten und der andere konnte ja gar nicht oben halten. So, jetzt bin ich auf dem Dach. Und hier ist auf jeden Fall einer. Ne, hier ist das Cloud. Hier ist die Cloud. Ja gut, werde ich eh nicht schaffen. Ich fahre schon wieder runter. So. Betreten eines sicheren Bereichs. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Egal, ich würde dann sagen, ich hoffe, das Video gefallen und sonst haut rein und ciao. This is my city. We're taking it back.